Wir sehen hier heute ein Löschfahrzeug, ein LF20, ein Rosenbauer Aufbau auf einem MAN-Fahrgestell. Von diesem Fahrzeug haben wir in der Feuerwehr Konstanz zwei Stück. Eins am Standort in Wolmertingen, eins am Standort in Petershausen. Das Wolmertinger Fahrzeug im Standort Wolmertingen sehen wir hier im Bild. Funkrufname ist 7442. Das Schwesterfahrzeug steht in Petershausen, hat den Funkrufnamen 6443. Das ist ein Löschgruppenfahrzeug, das heißt, es passt eine gesamte Löschgruppe rein. Und es ist nach Norm ein LF20. Also, im Bild sehen wir jetzt den hinteren Fahrgastraum mit den rückwärts fahrenden Atemschutzgeräteträgern, für die hier die Schnellausrüsterplätze links und rechts im Bild sind. In der Mitte haben wir noch den Platz für den Melder. Und im Rückenbereich vom Melder sind schon die ersten zwei Atemschutzmasken sichtbar. Oben rechts sehen wir noch Einmalhandschuhe, daneben noch Fluchthauben in Rot. Und ganz an der Tür, sowohl links als auch rechts, haben wir Adalitlampen. Und zwischen den Fahrzeugsitzplätzen haben wir noch Leinsäckchen in neuer schwarzer Verpackung mit gelben Leuchtstreifen. Links sehen wir auch noch ein Funkgerät und auf der linken Seite hinter der Adalitlampe haben wir noch ein CU-Messwarngerät. In diesem Bild sehen wir auch wieder den rückwärtigen Fahrgastraum, aber vorwärtsfahrend. Wir sehen hier die vier Plätze für den Wassertrupp und den Schlauchtrupp. Wassertrupp außen sitzend, Schlauchtrupp innen sitzend. Im Bild rechts sitzen sowohl der Schlauchtrupp als auch der Wassertruppführer, Wassertruppführer am Fenster. Ganz hinten sehen wir noch, dass da ein Leinsäckchen in Alt in Braun noch in der Ecke festgemacht ist. Davon ist auch eins rechts, was jetzt nicht mehr im Bild ist, festgemacht. Und unter den Fahrgastsitzen sehen wir solche Warnwesten, sowohl im rückwärtsfahrenden als auch im vorwärtsfahrenden. Im Bild sehen wir den Geräteraum unter den Fahrgastsitzen in Fahrtrichtung. Mit einem Bolzenschneider, mit Einmaldecken in Blau, den Gummistiefeln in Schwarz und ganz rechts sehen wir noch eine Rundschlinge zum Transportieren oder zum Heben von Lasten. Darunter noch ein paar Schäkel zum Befestigen von dieser Schlinge. In diesem Bild sehen wir die Handholzsäge und eine Axt sowie in dieser roten Tasche ein Tragetuch bzw. Rettungstuch. Im Bild sehen wir hier den ersten Geräteraum, also auch Geräteraum 1. Die geraden und die ungeraden sind jeweils für eine Seite spezifiziert. Auf der ungeraden Seite, wie Geräteraum 1, ist in Fahrtrichtung links, also hinterm Fahrer-Maschinisten. Ganz oben sehen wir hier eine normale Krankentrage, daneben Beatmungsbeutel und Verbandskasten, darunter die Motorkettensäge, die Schnittschutzhose und der Helm sowie zur Grobreinigung das Material. Darunter haben wir ein Unterlegkeil, Verkehrsunfallwerkzeug, zum Beispiel eine Glassäge oder einen Federkörner, um nachher eine Glasscheibe kaputt zu machen und daneben das Schornsteinfegerwerkzeug. Kästen sehen wir einmal einen Trennschleifer, einmal die Säbelsäge, daneben den normalen Werkzeugkoffer mit allgemeinem Werkzeug, Schraubenzieher und so weiter. Darunter haben wir einen Leercontainer, da kann man irgendwas verlassen, was man jetzt gerade unterwegs braucht oder wenn was kaputt gegangen ist. Daneben haben wir noch eine 230 Volt Steckdose und das Türöffnungswerkzeug. Unter dem Türöffnungswerkzeug haben wir dann auch noch zwei B-Druckschläuche mit 20 Metern jeweils, die wir für die Pumpe vorhalten, die daneben liegt. Das ist eine TP15. Das ist eine Tauchpumpe, die wir benutzen, um eine Wasserentnahme offenes Gewässer mit diesem Fahrzeug sicherzustellen. Und die hat auch nochmal ein zusätzliches Sammelstück mit 2B auf 1A Abgang, weil die Pumpe einen A Abgang hat. Diese Pumpe braucht einen Drehstromanschluss, also mit 4 Phasen. Dazu kommen wir aber später noch. Hier sehen wir Geräteraum 3. Geräteraum 3 ist der Atemschutzgeräteraum mit 4 Pressluftatmern, 6 Pressluftatmerflaschen als Reserve, einem
einer Feuerwehraxt, die hier rechts neben den Pressluftatmern verlastet ist. Oben rechts auch nochmal zwei B-Schläuche mit jeweils 20 Metern. Und oben mittig in den Kisten sind jeweils 2x2 Atemschutzmasken und zwei Leinbeutel. Den Leinbeutel im Fahrzeug kommen wir dann auch auf 6, sowie mit den Atemschutzmasken im Fahrzeug kommen wir auch insgesamt auf 6. Mit den Pressluftatmern im Fahrzeug kommen wir auf 6 und damit können alle ausgerüstet werden. In diesem Bild sehen wir die ausgeklappten Atemschutzgeräte. Die Atemschutzgeräte sind dann auf der Rückenhöhe, sodass man sie direkt anziehen kann und auch die Einsatzkurzprüfung so durchführen kann. In diesem Bild sehen wir oben noch weitere Rollschläuche in B und C, 3B, 5C. Die C-Schläuche sind alle 15 Meter lang, die B-Schläuche sind 20 Meter lang. Unter denen sehen wir das Halligan-Tool mit einem Spalthammer als Kombinationspaket mit solchen Klettschlaufen. Dann kann man einfach rausnehmen und dann mitnehmen. Sowie das neue Schlauchpaket, was hier auch verlastet ist. Darunter sehen wir dann die Schlauchtragekörbe. Der Schlauchtragekorb hat außen auch noch einen Rauchvorhang. Und darunter sehen wir einen Verteiler, 2C, 1B, mit einem Übergangsstück auf C, sodass wir drei C-Schläuche direkt anschließen könnten. Dieser Verteiler ist gleichzeitig ein Schnellangriffsverteiler. Auf der rechten Seite sehen wir zwei B-Abgänge mit Niederschraubventilen, die direkt von der Pumpe kommen. Und daneben noch zwei Kupplungsschlüssel und zwei B auf C-Übergänge und einen C auf D-Übergang. In diesem Bild sehen wir das Fahrzeug von hinten mit Haspel, mit Schlauchhaspel mit B-Abgang. Zusätzlich ist auf der Haspel auch noch ein Standrohr und ein Unterflur und ein Oberflur Hydrantenschlüssel verlastet. Rechts sehen wir auch noch die Leiter für den Dachaufstieg. So, jetzt haben wir die Haspel entfernt, dass wir richtig Zugang haben zum Fahrzeug. Hier sehen wir oben links ein Säckchen für eine Arbeitsleine, daneben einen kurzen B-Schlauch mit 5 Metern, falls man an der Pumpe nochmal irgendwas überbrücken muss. Daneben haben wir zwei Kugelhähne und daneben haben wir noch einen Kupplungsschlüssel. Und daneben sehen wir in Rot noch ein Sammelstück, das wir zur Wasserversorgung vom Hydranten zur Maschine nutzen können. Daneben 4 Warnleuchten, die blinkend aufgestellt werden können. Darunter sehen wir auf der linken Seite mit einem orangenen Kästchen noch die Steuerung für den Lichtmast, den wir nachher noch sehen. Und auf der rechten Seite die Pumpensteuerung mit darübergehendem Fahrzeugfunkgerät. Auf der rechten Seite sehen wir wieder den Leiteraufstieg aufs Dach. Im unteren Bereich sehen wir den B- und den A-Zugang für die Pumpe. Auf dem A-Zugang ist nochmal ein Übergangsstück von B auf A. Auf der rechten Seite haben wir die Stromversorgung und den Zugang für die Schaumittelpumpe und die Entwässerung vom Tank. In der Mitte sieht man eine LKW-Kupplung, Anhängerkupplung und rechts und links davon sind jeweils zwei Ösen zum Festigen von Lasten mit jeweils 50 Kilonewton. Unterhalb der Anhängerkupplung sehen wir noch die Stoßstange mit den zwei Aufnahmen für die Haspel. Diese können seitlich weggeklappt werden, damit man die Anhängerkupplung nutzen kann. In diesem Bild sehen wir Gerätefach 6. Oben links haben wir den Elektrolüfter, daneben zwei Stützkrümmer B und daneben noch die zwei Strahlrohre in B. Das sind normale Strahlrohre, Netzwerkstrahlrohre. Unterhalb vom Lüfter sehen wir die Tauchpumpe und daneben noch drei Hohlstrahlrohre, die verlastet sind. Daneben ist noch das Hygieneboard. Unter der Tauchpumpe haben wir dann ein Mehrzweck-Schaumrohr. Neben diesem Schaumrohr haben wir noch Schachthaken, um zum Beispiel einen Schacht aufmachen zu können, um Wasser abfließen zu lassen an der Einsatzstelle. Darunter haben wir dann auch noch einen Schnellangriff im C. Da ist nur der Schlauch verlastet. Angeschlossen werden muss er noch
direkt rechts daneben ist noch der C-Abgang von der Pumpe. Unten auf der rechten Seite ist noch ein Schaumittelabgang, der B-Schaumittelabgang und ein Schaumittelzu- oder Abgang direkt daneben in Gelb. Unter dem B-Schaumabgang sehen wir noch einen Schnellangriffsverteiler, auch mit B-Anschluss. Hier ist auch nur der Schlauch verlastet. Der Schlauch muss dann auf der linken Seite in einen der beiden Niederschraubventilabgänge von der Pumpe in B, grün markiert, angeschlossen werden. Neben diesen Abgängen haben wir noch Übergangsstücke von B auf C und C auf D. Hier sehen wir jetzt das Hygieneboard nochmal genauer mit Druckluft in dieser blauen Pistole. Dann haben wir auch Desinfektionsmittel und Seife. Daneben sehen wir noch hier Papierhandtücher und einen Wasserhahn, der direkt aus dem Tank kommt. Hier sehen wir noch die Tauchpumpe TP4. Hat noch eine rote Arbeitsleine dabei und einen Schutzschalter. In diesem Bild sehen wir den Geräteraum 4. Da sehen wir oben eine Warthose, Rettungswesten, Schachtabdeckung und einen Wassersauger rechts unten und direkt darüber das Zubehör. Auf der linken Seite sehen wir die Kübelspritze und daneben noch einen Feuerlöscher mit ABC-Pulver. Hier sehen wir in diesem Bild die aufgeklappte Seite mit der Kübelspritze, wo ein ABC-Pulverlöscher verlastet ist und nebendran ein CO2-Löscher. Hier sehen wir jetzt Geräteraum 2. Hier sehen wir oben Schuttmulden, Akkuflares, ein Stativ, dann noch das Zubehör des Stativs, die Verkehrsleitkegel. Neben der Verkehrsleitkegel sehen wir die Sicherungstrupptasche. Unterhalb sehen wir die Chiemsee-Pumpe mit formstabilen B-Schlauch, Kabeltrommeln und der Lichtbrücke. Darunter ist dann der mobile Stromerzeuger verlastet. Der Auszug mit der Chiemsee-Pumpe sieht aus, wie wir es in diesem Bild hier schön sehen, mit drei Kabeltrommeln, zwei davon 230 Volt und eine Drehstrom-Kabeltrommel. Hier sehen wir jetzt die Akkuflares, die kann man einzeln rausnehmen und dann anschalten und dann blinken die so. Daneben die Verkehrsleitkegel. Nun sind wir auf dem Dach angekommen. Hier haben wir auf der linken Seite eine Schiebleiter und mittig die Multifunktionsleiter. Da kann man verschiedenste Sachen machen. Das werden wir mit euch gerne mal wieder ausprobieren, wenn wir wieder dürfen. Hier sind wir jetzt auf der rechten Seite auf dem Dach. Da ist die Steckleiter. Und unter der Steckleiter ist auch noch ein Dachkoffer. Im Dachkoffer verlastet sehen wir hier das Spineboard. Das ist auch eine Art Krankentrage, der etwas spezieller ist, zum Beispiel für Verkehrsunfälle, wo dann jemand schonend aus einem Auto befreit werden muss. Dieses Spineboard braucht noch eine Spineboard-Spinne, mit der wird dann die Person drauf befestigt. Die sehen wir hier in Gelb, direkt unter dem vorderen Teil von dem Spineboard. Unter dem Spineboard sehen wir dann noch den mobilen Monitor auf der rechten Seite, Schaufeln, Besen und Dunghaken. Neben den Schaufeln haben wir noch ein Hydroschild und einen Sack Ölbindemittel. In diesem Bild sehen wir den weiteren Dachkasten mit Schaufel und noch in Rot-Weiß den Schlauchbrücken. In diesem Bild sehen wir das Fahrzeug von der Seite und oben noch den ausgefahrenen Lichtmast.